mein Gott. Entschuldigung. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei D zu dem Doppel-OM Doom, und zwar der dritte Teil. Wir sind hier, wo es mir nicht so wirklich gefallen mag, stehen geblieben, und es ist schon ein bisschen her, deswegen muss ich mich hier ein bisschen orientieren, aber wir wollen hier auf jeden Fall durch diese Tür. Was heißt wollen? Eigentlich wollen wir nicht wieder... Nee, komm, wir gehen hier durch die Tür. Durch die Tür. Und gucken, was auf uns wartet. Die sind ja keine Angsthasen. Du. Boah, ist das voll unangenehm hier. Easy. Hat mir unheimlich gefehlt hier, Doom 3. Bin auch echt froh, dass wir jetzt hier weiter zocken können. Was haben wir denn hier? Open Additional Area Venting. Also den Ventilatorschacht haben wir gerade irgendwo geöffnet. Na klar. Klettern wir doch einfach mal da rein. Super Idee. In so einem Ventilatorschacht ist ja noch nie was Schlechtes passiert. Aber ich glaube, das sind einfach nur so Geheimräume. Haben wir wieder einen gefunden. Es gab ja auch früher in den Doom-Teilen immer Geheimnisse, die man finden konnte. Oder einen sogar am Levelende immer angezeigt. Wie viel Geheim man... Okay. Wie viele Geheim... Und noch einer. Aber die Taktik scheint ganz gut zu funktionieren. Boah, jetzt bin ich schon wieder wach. Da peitscht das Adrenalin direkt. Was? Alter, krass, hab ich mich erschrocken. Alter. Boah. Ey, Entschuldigung, Leute. Alter, heftige Scheiße. Alter, heftige Scheiße. Boah, krass! Boah, heftig, Mann! Shit, Alter! Oh mein Gott! Puh. Alter! Oh! Entschuldigung! Oh mein Gott. Entschuldigung. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, krasse Scheiße. Entschuldigung. Oh Mann. Oh Mann. Oh, heftig Scheiße, Alter. Oh, okay, komm. Durchatmen. Ja, das ist die Rache dafür, dass wir jetzt ein paar Tage schon nicht mehr gezockt haben. Oh, wenn das so weitergeht, Alter. Oh, weia. Hallo. Da geht's irgendwo rein. Nee, doch nicht. What? Was ist jetzt passiert? Scheiße, müssen wir jetzt die Kacke nochmal spielen? Wir sind gleich wieder da. Mist. So, Leute.
Und da sind wir auch schon wieder. Boah, ich bin gerade ein bisschen laut, sehe ich gerade. Tut mir leid. Ja, wir sind wieder an der Stelle. Wir sind mit dem Kopf hier gegen das Teil da oben gelatscht. Deswegen sind wir tot umgefallen. Ich habe das gerade nochmal geprüft. Oh Mann. Gucken, dass wir hier weiter... dass wir hier weiterkommen. Wir gehen aber erstmal durch die Tür hier. Na? Boah, krass. Boah, heute schaffen sie mich. Heute schaffen sie mich. Also nicht die Gegner, sondern das Spiel. Alter Verwalter. So, nicht irre machen lassen. Irgendwas drücken? Nee. Geh mal einer ans Telefon. Blöder Witz. Also langsam übertreiben sie es echt mit dem Horror. Also mit den Schockern auf jeden Fall. Ich bin das gar nicht gewohnt, Leute. Nee. Wir springen hier garantiert nirgendwo hin. Sehr abgespaced aus hier, ne? Und durch. Nicht, dass das uns auch noch killt. Warum machst du denn sowas? Ich würde aber mal sagen, wir drücken hier mal auf Save Game. Zack. Yes. Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, was war denn? Schnellspeichern war F5, ne? Ja, geil. Damit geht's jetzt nämlich hier weiter. Der ist tot. Was? Da oben kommen wir nicht hin. Dann würde ich sagen, ja, fahren wir mit dem Lift nach oben, oder was? Können wir auch nach unten fahren? Wo kommen wir denn da hin? Okay, damit haben wir den kaputt gemacht. Okay, das geht bloß nach oben. Gut. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Hallo? Ich gehe lieber hier unten lang. Nee, Pumpgun ist auf die Entfernung echt beschissen. Da kommen noch welche. Ja, taktischer Vorteil, würde ich sagen. Armor Shard. Wir brauchen mal, obwohl nee, mit Munition sieht es ganz gut aus. Wir irgendwas machen? Nee, haben sie den Kaffee stehen lassen? Ja, ich versuche ein paar blöde Witzchen zu machen, aber dazu bin ich gar nicht in der Lage, um ehrlich zu sein. So, und da haben wir wieder ein PDA von Ben Wolfie. Oder Wolfe. So, mal gucken. Join now and save 20%. Nee, nee, das ist nichts für uns. Auf jeden Fall. Oh, guck mal hier. Communication Cabinet Code ist 246, also 246, ne? So viel Englisch werdet ihr wahrscheinlich auch können. 246. Alles klar. Das sieht doch schon wieder so aus, ne?
Alterstens. Sind das die Oktopoden? Stop. Hammer time. So. Den haben wir. Wir gehen natürlich erstmal da rein, wo der herkam. Marine, I believe the source of the invasion was from the main portal here in Delta. After you send that transmission, get here as quickly as possible. Ja. Wir kriegen bloß immer wieder gesagt, dass wir so schnell wie möglich alles Mögliche machen sollen. Und hier können wir einen Sentry-Bot losschicken. Das machen wir einfach mal. Und dem folgen wir dann. Ah, hier war noch Leben. Ja. Achso, die ganze Zeit E gedrückt. So kommt man natürlich ein bisschen besser ans Ziel. Vor allem jetzt sparen wir ein bisschen Munition. Okay, hier kommt man nicht durch. Das Coole ist ja, dass er auch auf uns wartet. War ich nicht. Oh. Da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen, ja. Nee. Boah, die Folge ist echt irgendwie nicht meine Folge. Da hinten kommt noch einer. Aber der gute Sentry, der ist ja an unserer Seite, der regelt das schon. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind wir härter. Voll der abgedroschene Spruch, ich weiß. Überall Oktopoden. Alter! Ich hing da unten fest, kam da nicht raus, ey. Krasser Shit. Tut mir echt leid, dass ich die Folge ein bisschen übertöne. Ich krieg das natürlich auch mit. Oder wurden wir angeschossen von Sentry? Hier wird ein Ammo-Belt gefunden. Bisschen Munition, ich weiß bloß gerade nicht von welcher Waffe. Und das ist dann aber auch schon vorbei mit dem guten Sentry. Wir speichern hier nochmal und gucken, wo wir dann hinkommen. Hallo? Da kommt er auch schon. Niemand drinnen. Oh, jetzt habe ich aber vergessen, wo wir hin sollten. Send Distress Transmission to Orbital Fleet Satellite Control. Satellite Control? Wir sollen also ein Satellite Control. Alles klar. Marine,
computer systems show Swan and Campbell are still in the area. Watch out for them. And get that transmission sent. Ja, Swan und Campbell, die sind ja die ganze Zeit schon hier immer bei uns in der Nähe. Ach du Scheiße. Wie es da weitergeht, das seht ihr aber in der nächsten Folge. Ich werde erstmal kurz durchatmen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Krasse Scheiße.